Hallo und herzlich willkommen bei Du Wolle. Ich nehme jetzt ein Video auf und zwar habe ich mir 10 Amazon Retouren geholt für circa, nee, für 40 Euro und wir gucken einfach mal, was drin ist. Ich habe auch diesmal einen wunderschönen, Gehilfen dabei, der mir auf jeden Fall helfen wird, das alles so ein bisschen rauszupacken, aufzupacken, aufzumachen. Dann kann ich einfach nur die Kamera halten, kann den mal schreien oder so. Also gut, erste auf jeden Fall rausholen. Ja. Erste rausholen und aufmachen. Ich zeige mir hier kurz in die Kamera einmal. So sieht das wunderschöne Stück aus. Keine Ahnung, was es ist. Warum geknetet, was es vielleicht sein könnte. Boah, ich schneide jetzt gerade auf mit der wunderschönen Schere da. Wie man meine Haare schneidet. So, ja, er reißt es auf wie so eine elegantes. Was ist das? Nein, nicht. Echt? Ist eingepackt. Ja. Was ist das? XL irgendwas. XL irgendwas. Kurz nachgucken. Ach scheiße, andere Seite vielleicht. Irgendwas made in China auf jeden Fall. Ist irgendwie wie. Sieht irgendwie aus wie eine Tasche oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Keine Ahnung. Aufpassen? Nein. Immer alles geschlossen lassen, damit man es irgendwie weiterverfolgen kann. So, der nächste Paket wird aufgemacht. Oh, da ist sogar noch die Adresse drauf. Adresse auch jemand. Du hast übrigens noch eine Schere da. Das ist etwas kaputt. Hauptsache irgendwas kaputt. Hauptsache. Nein, da mache ich nichts kaputt. Achso. Ein Stoff kann ich oder so. Ein Stoff. Auch irgendwas mäßig. Achso. Ja. Ein Hemd. Ein Hemd. Ein wunderschönes Hemd. Ein schönes. Das könnte auf jeden Fall ein 4-Euro-Hemd sein. Safe. Ja. Das ist interessant. Das ist interessant. Okay, warum klimpert er? Das sind das Goldbarren. Goldbarren ist immer gut. Goldbarren ist sowieso das Beste, was man machen könnte. Da reißt sie schon wieder auf wie so eine. Okay, first reaction. Rasierer. Nur die Rasierer hier. Oh, nochmal. Oh, geil. Aber das Ding ist, der Rasierer an sich ist nicht dabei, ne? Nein, natürlich hab ich so einen Rasierer. Du hast so einen Rasierer? Ja. Wie teuer sind die Dinger? Die sind teuer. Echt? Ja. Und du hast so einen Rasierer? Ja. Geil, kann ich den hier verkaufen? Ja. 10 Euro das Stück, geil, nicht reich. Okay, aber weißt du, wie teuer ein so ein Teil ist, Zecke? Ich kaufe es mir immer gleich mit Rasierern. Ja. Das zahlst du 10 Euro, glaube ich. Mit 10 Rasierer, Euro. Ja. Aber mit einem so ein Pack oder mit mehreren? Mit einem Pack. Also ein so ein Pack mit Rasierer kostet dich 10. Also könnte das ja locker wirklich für 8 Euro oder so sein. Geil! Paket draußen! Ja, den gab es auch schon, der ist uneingepackt, das ist so ein Kork-Kaffeeteil. Weiß ich nicht. Aber egal, die Rasierer haben schon rausgeholt, also von daher. Natürlich gewesen. Ja, das hatte ich auch schon mal bei denen. Mehrwegbecher. Ja, das ist halt, den kannst du, den hatte ich aber auch schon mal, den kannst du auf eine Tasse tun. Mhm. Dann kannst du halt, wenn du so einen hast, so eine To-Go-Tasse, das ist auf jeden Fall geil. Die habe ich letztes Jahr auch schon zu meiner Anlegung verschenkt, ja, davon gibt es zwei, ja geil. Zwei einfach. So, einmal hier. Ja, wunderbar. Sieht aber auch wieder so nach Stoff aus, ne? Ja. Aber sind das so Wilken, so ein Rasierer oder sowas? Hä? Das ist so Wilken, so ein Rasierer? Ich guck grad hier. Okay, was? Oh, 3XL. Oh, das sieht ja schnieke aus. Das ist ja. Kann ich ja fast schon tragen, dieses wunderschöne Kleid. So, nächstes Paket kurz reinhalten. Sieht aber auch schon wieder so stoffig aus, ne? Ja. Schade. Okay. Aber so ein kleines Kinder-T-Shirt. S. Ja. Und noch so ein kleines Kindertüte, sehr schön. Auch wieder stoffiges. Ja. Ja, stoffig. Stoffig. Stoffige Sachen sind immer geil. Eigentlich nicht. Ich hoffe jetzt natürlich, dass irgendwas Geiles dabei ist. Aber ja, da sieht das auch schon mal geil. Oh, das ist geil. Oh, geil. Geil. Jetzt guck euch mal hier an. Bam. Bam. Kann ich leider nicht tragen, weil das massiv zu klein ist. Ich glaube, das ist hier nur XL. Aber das ist doch mal ein geiles Motiv. Wer möchte nicht so ein geilen. Oh, geil. Den kann ich auf jeden Fall verschenken. Der ist auf jeden Fall. So, ist das größere? Geht. Jo, ja.
Oh, bitte lass was Gutes sein, was Gutes, komm, einmal was Gutes. Ein Schaumstoff geht weiter. Er hat ja voll seine Freude, dass wenn gerade Weihnachten schön ist. Ja. Weihnachten. Du hast da hinten auch immer noch eine Schere rumliegen. Ne? Ja, die ist das. Nee, will ich nicht. Ich will hier alles schön mit Schaumstoff voll machen. Bäh. Alter! Geile Scheiße! Ein ferngesteuertes Auto. Alter, der hat auf jeden Fall seine 4 Euro. Der kannst du auf jeden Fall. Keine Ahnung, das kannst du locker verschenken und so. Ist ja mega geil. Ist ja. Oh, ist ja Hammer. Alter. Geil. Das ist wirklich geil. So. Damit werde ich nachher. Aber ich kann ja auf jeden Fall nachher so ein bisschen spielen. Ich spiele hier schön auf dem Parkplatz rum. Und alle anderen Leute müssen mir zugucken, wie ich mit meinem tollen Auto da rumfahre. Sag mal hier. Stehlampe. Eine Stehlampe? Ja, ist wahrscheinlich nicht so geil. Aber das ferngesteuerte Auto ist schon allein schon mega. Ja. So, also. Dass eine Stehlampe noch eine Stehlampe drin ist, also ich denke mal, da ist eine Stehlampe drin. Das ist ein Fussel, ne? Ja, ja. Eine Stehlampe. Braucht kein Mensch, aber ja. Doch. Echt? Ja, schön. Okay. Nehm ich auch. Nimmst du auch? Ja. 7 Euro. Keine Ahnung, ich guck nachher mal, wie teuer die sind. Im Schnitt. So, warte mal. Na, alles schön bei großes Paket. Oh ja. Kurz die Kamera halten. Großes Paket. Aber es sieht eher aus, als fühlt sich. Ja, Decke. Ja, Decke oder sowas. Ja, ein letztes großes Paket, ne? Nee, ist noch ein kleines Paket. Ja. Okay. Ich spiele echt gerade Weihnachten oder so. Leise rieselt der. Ich habe immer gehört, man soll keine Weihnachtslieder singen, wenn ich halt. Oha, das kann doch irgendwie so eine Matte sein oder sowas. Ja. Eine Sadomaso-Matte. Oh, das ist eine Sadomaso-Matte, ist cool. Eine Sadomaso-Matte ist sehr schön. Alter, du baust hier aber auch die Sachen auseinander. Das ist schön. Steht irgendwie was da hinten? Hier steht irgendwie was. Nee. Doch, das ist irgendwie nur die Dings da vorne. Ist aber irgendwie so eine. Ja, keine Ahnung. Irgendwie so eine komische Matte auf jeden Fall. Kann ich aber gebrauchen. Ja, vom Untergrund. Ja. Geil. Und dann. Wieso Polster für Wasser? Ja, siehst du, das kann ich doch hier. Hier habe ich doch so ein Stück, was da so kaputt ist. Da klebe ich das einfach rüber und fertig. Wo? Ja, da am Boden. Das kann ich dir jetzt noch nicht zeigen, weil die Matte drüber ist. Okay. So, letzte. Sehr gut. Ah, ein Love. LED-Deko. Oh, Moonlight. Moonlight? Aber Auto muss ich auf jeden Fall gleich mal angucken. Moonlight, oh, sehr geil, sehr geil. Das ferngesteuerte Auto hat es auf jeden Fall rausgeholt. Ja. Sonst nichts mehr drin, ne? Ne, das war's. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier zugeguckt habt. Und ja, ich denke mal, das ferngesteuerte Auto hat auf jeden Fall die 40 Euro rausgeholt. Die Rasierer auch. Bisschen was vielleicht nicht. Die Matte kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Die LED ist ein bisschen da alles ein nettes Gimmick, so ungefähr. Das ist nice. Und von daher euch allen noch einen schönen Tag. Und danke, Sami, dass du mitgemacht hast. Jo. Ciao. Tschö.